Stitches, eine super Nummer. Gestern von einem Schüler hier bei mir gewünscht und ich habe gedacht, jetzt muss ich unbedingt die Zeit nutzen und da ein Tutorial draus machen, weil es, glaube ich, gerade auf den MTV-Charts auf Platz 4 ist. Dann habe ich gedacht, jetzt, ich habe schon so lange kein Tutorial mehr gedreht, jetzt ist es langsam mal wieder Zeit. Super einfache Nummer, bestehend wie so häufig im Moment bei Rundfunk, Radio und Fernsehen. Drei Akkorde. Wir haben die Akkorde A-Moll, G, C und F. Auf die Akkorde näher eingehen möchte ich jetzt weniger. Wenn ihr die nicht kennen solltet, ist das kein Problem. Dann geht ihr einfach auf meine Seite onlinegitarrenunterricht.com und könnt euch die ganzen Akkorde kostenlos runterladen, angucken, ausdrucken, könnt ihr mitmachen, was ihr wollt und habt die wichtigsten Akkorde parat. Als allererstes möchte ich einmal auf dieses kleine Ding hier hinweisen, das sogenannte Capodaster, um die Tonhöhe der Gitarre an die Stimme des Sängers anzupassen. Für die YouTube-Version, die ich gefunden habe, brauchen wir das Capodaster im ersten Bund. Ich nehme auch an, dass ihr das nicht nur fürs YouTube-Video im ersten Bund benötigt, sondern eben auch für seine Originalversion, die auf seiner Platte erhältlich ist. Der ganze Song besteht eigentlich nur aus zwei Teilen, aus einer Strophe und aus einem Pre-Chorus. Der dritte Teil, der da noch fehlen würde, ist der Chorus, der hat aber genau dieselbe Akkordfolge, wie auch in der Strophe schon vorhanden ist. Lasst uns einmal die Akkorde aus der Strophe in Vierteln spielen. Das heißt, pro Takt spielen wir jeden Akkord einfach viermal an, um uns erst einmal auf die linke Hand zu konzentrieren. Hinterher können wir dann das Zupfmuster einfließen lassen, um uns getrennt davon einmal auf die rechte Hand zu konzentrieren. In der Strophe haben wir die Akkorde A-Moll, G, C und F. Das Ganze in Vierteln. Eins, zwei, drei, vier. Viermal A-Moll. Viermal G. Viermal C. Und viermal F. Von vorne. Viermal A-Moll. Viermal G. Viermal C und viermal F. Gerade zum Beginn des Stückes spielt er eine Art Zupfmuster in der rechten Hand. Dieses Zupfmuster ist sehr Offbeat-lastig, das heißt, wir haben sehr viele Betonungen zwischen den vollen Zählzeiten. Volle Zählzeiten bezeichnet man übrigens gerne auch als Downbeat. Das wäre 1, 2, 3 und 4. Und die Plätze dazwischen, 1 und 2 und 3 und 4 und. Diese und, das sind die sogenannten Offbeats. Und bei dem Song haben wir definitiv eine sehr Offbeat-lastige Rhythmik. Und die sieht wie folgt aus. In der linken Hand greife ich einmal beispielhaft ein A-Moll, damit wir uns erstmal nur auf die rechte Hand konzentrieren können. Der Daumen spielt zuallererst den Grundton. Das ist bei A-Moll die fünfte Saite. Danach spielen Zeigemittel und Ringfinger erste, zweite und dritte Saite. Dieser Anschlag mit Zeigemittel und Ringfinger kommt insgesamt viermal hintereinander. Daumen, Finger, 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 Finger. Eins und zwei und drei und vier und. Ich lasse den Daumen sehr gerne auf die D-Saite fallen, damit ich genug Kontrolle habe über die Hand. Es wird wesentlich schwieriger, wenn ihr den Daumen oben drüber schweben lasst. Und ihr seht vielleicht auch, ich lasse auch meinen kleinen Finger hier liegen an der Stelle. Wenn ich beides schweben lassen würde, sowohl den Daumen als auch den kleinen Finger, dann
schwebe ich wirklich so sehr über der Gitarre, dass ich Probleme hätte, immer wieder zurück zu der richtigen Seite zu finden. Und dann müsste ich mich wirklich doll auf die rechte Hand konzentrieren. Und das brauche ich nicht, wenn ich ein bisschen Kontakt halte zur Gitarre. Und so kann ich mich wieder mehr auf die linke Hand konzentrieren. Der nächste Akkord ist nämlich ein G. Da liegt der Grundton auf der sechsten Saite. Der Rest ist identisch. Beim C liegt der Grundton wieder auf der fünften Saite. Beim F ist es wieder die sechste Saite. Dieses Zupfmuster passt einen Durchgang in jeden Takt. Das heißt, jeder Akkord kriegt einen Durchgang von diesem Zupfmuster. Auf geht's in ganz langsam. Eins, zwei, drei, vier. Erkennen, oder? Haha, super. Der nächste Teil ist der Pre-Chorus. Dem kann man in dem ersten Durchgang auch ruhig dasselbe Zupfmuster geben. Selben Akkorde, andere Reihenfolge. Wir machen das mal ganz langsam. Die Noten werden ja eingeblendet. Und dann könnt ihr da direkt den Überblick behalten. So, 3, 4, F. A-Moll. Zwei Takte. A-Moll und einmal G. Gleich nochmal den Pre-Chorus. Eigentlich schon alles, was die Akkorde und das wichtigste Zupfmuster angeht. Jetzt kommt der Chorus nach dem Pre-Chorus, sonst würde er auch nicht Pre-Chorus heißen, kommt natürlich der Chorus. Und da geht ein bisschen mehr die Luzi ab mit einer Rhythmik. Die mache ich mal auch wieder mit dem Akkord A-Moll vor, sodass wir uns erstmal wieder nur auf die rechte Hand konzentrieren können. Wir haben in der Rhythmik zwei Ghost Notes, auf der 2 und auf der 4. Eine Ghost Note ist ein perkussiver Schlag. Und ich stoppe die Saiten eigentlich zeitgleich mit dem Anschlag mit meinem Daumenballen. Man kann versuchen, das Ganze auch in der linken Hand, ne, etwas zu dämpfen. Die Hauptarbeit, bei mir persönlich, findet aber in der rechten Hand statt. Ansonsten spiele ich eine ganz normale Achtelrhythmik die ganze Zeit durch. Das heißt, eine Auf- und Abbewegung mit der Hand. Zählen tue ich dabei 1 und 2 und 3 und 4 und auf 2 und auf 4 mache ich meine Ghost Note in langsam. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Das Ganze mit der Akkordfolge aus der Strophe, beziehungsweise aus dem Chorus. 1, 2, 3, 4. G. C. Und.
Ab und zu in dem Song wird es auch noch mal ein bisschen ruhiger, aber sehr druckvoll. Und da sprechen Gitarristen gerne von Palm-Muted. Wenn man sich das Ganze übersetzt, Palm steht ja für Handrücken und Muted ist das englische Wort für gedämpft. Wenn wir uns mal genau den rechten Handrücken angucken, hier an der Stelle liegen ja die Saiten auf. Und kurz hinter dieser Stelle legt man seinen Handkanten. Eigentlich ist es gar nicht der Palm, also der Handrücken, sondern es ist vielmehr der Handkanten. Den legt man hier ganz sachte auf die Saiten. Und dabei muss man dolle aufpassen, dass man nicht zu weit reinrutscht, weil dann hört man keinen Ton mehr. Ich nehme mal wieder meinen Lieblingsbeispielakkord A-Moll in der linken Hand. Und dann könnt ihr selber mal ausprobieren, wie weit ihr den Handrücken nach links schieben könnt und bis der Akkord aufhört zu klingen. Ich fange mal ganz weit rechts an und schiebe jetzt so ein bisschen weiter nach links. Und jetzt merkt ihr schon, da kommt dieser Dämpfungseffekt. Wenn man das ein bisschen schneller macht, merkt man auch, wie viel Druck man damit aufbauen kann. Ein paar Akkorde mal im Wechsel. Das ist ein sehr cooler Effekt. Man muss nur aufpassen, wenn ich jetzt zu weit nach links rutsche, merkt ihr, kann ich in der linken Hand greifen, was ich möchte, und man hört da gar keinen Akkord mehr. Also immer schön weit nach links, nur nicht zu weit, weil dann hört der Dämpfungseffekt auf. Aber in der zweiten und dritten Strophe, da nutzt der Sean, ich glaube so heißt er, nutzt es, diesen Effekt, um mehr Druck aufzubauen. Das heißt, dieses Zupfmuster wird hinterher ersetzt durch Palm-Muted. Ja, ihr Lieben, jetzt müsst ihr das Ganze nur noch auf Geschwindigkeit bringen. Die einzelnen Teile kennt ihr ja jetzt. Und Geschwindigkeit und die richtige Reihenfolge. Und ja, fertig. Ihr könnt den Song begleiten. Wunderbar, oder? Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und liken und teilen und das Ganze, was dazugehört. Ihr kennt das Spielchen ja. Und besucht mich auf onlinegitarrenunterricht.com. Da gibt es ganz, ganz viele Noten, viele Tipps und Tricks, was das Gitarrespielen angeht. Und ja, immer wenn ich Zeit habe und nicht so viele Privatschüler hier sitzen und auch keine Gigs am Wochenende anstehen, produziere ich liebend gerne diese Videos. Also, bis bald. Tschüss, euer Timo.